eine Familie in der Steiermark, eine Wohngemeinschaft in Oberösterreich und ein Ehepaar in Wien. Das Experiment. Elke und ihr Helfer Manuel sind im Finale. Ein Charity-Catering für mehrere hundert wird sie heute ausrichten. Alles bio und natürlich regional. Es ist sowas wie die Feuertaufe, denn Elke überlegt ja, hauptberuflich ins Catering-Geschäft einzusteigen. Elke, in 20 Minuten sollte Abfahrt sein. Ja. Stress? Ja, Stress, aber es ist im grünen Bereich. Es geht sich aus. Dir sind die Eier ausgegangen, das wäre, regionale Eier zu finden, das wäre noch vor ein paar Wochen oder Monaten eine Katastrophe gewesen. Jetzt schüttelst du aus dem Ärmel, wo man sie kriegt. Das ist richtig, ja. Jetzt habe ich meine Produzenten und bei uns in der Umgebung ist es wirklich leicht, irgendwas zu kriegen. Ne? Mani darf oder muss vorkosten. Die Schnitzel von oberösterreichischen Puten sind Teil des Buffets. Und Stärkung. Denn jetzt muss noch alles verladen werden. Da wird auch das ORF-Team eingespannt. Schließlich bleibt nur mehr eine Viertelstunde bis zur Abfahrt. Und Elke ist auch noch nicht umgezogen. Also jetzt rasch. Geschafft. Überpünktlich trifft Elke, frisch aufgebrezelt, in einer Linzer Szenebar ein. Eine Arbeitskollegin von ihr veranstaltet heute Abend eine Modeschau für einen guten Zweck. Erwartet wird die Society der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Und dafür hat Elke schon seit Tagen gearbeitet. Ich bin schon sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist die Anspannung kurz vor dem Event. Es ist fast nicht zum Aushalten. Weil? Naja, es ist auf der einen Seite ein bisschen mein Debüt, ne? und hat alles so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Hat der Transport funktioniert, sind die Gläser hübsch, schmeckt das Essen, ist der Veranstalter zufrieden mit dem, was ich liefere. Es ist einiges gerade, was mir durch den Kopf geht. Jeder Karton birgt neue Spannung. Ist alles heil angekommen? Nichts kaputt gegangen oder gar ausgeronnen? Topfencreme mit gedünsteten Paprika, Linsen- und Bohnenaufstrich und Hirsesalat. Alles regional, sind ganz geblieben und schauen appetitlich aus. Und auch der Forellensalat, wie alles liebevoll in Mehrweggläsern verpackt, hat die Reise unversehrt überstanden. Nun müssen die Gläser nur noch geöffnet, die Tische dekoriert werden. Die Modeschau kann beginnen. Uns freut es total, dass eben die Lebensmittel erstens aus der Region sind und bei der Elke wissen wir wirklich, dass sie echt drauf schaut, dass die Produkte aus wirklich Top-Haltung und beziehungsweise Ursprung sind. Und ja, und jetzt sind wir beide ein Team. Genau. Und jetzt ist hoffentlich langsam ein bisschen ruhiger in dir. Nein, jetzt, wie gesagt, erst wenn dann der Vorhang gefallen ist, dann wird es ein bisschen ruhiger. Bis der Team kribbelt, aber ja. Manuel hat seinen Teil der Arbeit getan und hält nun das Geschehen mit der Kamera fest. Elkes Debüt als Catering-Unternehmerin ist ein Meilenstein im Leben der beiden. Ein kurzes Lächeln kann nicht über die Anspannung in Elkes Gesicht hinwegtäuschen. Doch die ist letztlich überflüssig, denn die Perfektionistin hat ganze Arbeit geleistet. Und die anspruchsvollen Gäste sind mehr als zufrieden. Also, dass ich gut kochen kann, habe ich sowieso schon gewusst. Und jetzt sehe ich das auch mal im großen Stil, wie das für mehrere hundert Leute funktioniert. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber ja, ihr macht Spaß und ich finde, es schmeckt sehr gut und ich glaube, dass sie den Weg machen wird. Auch Uschi und Hannes aus Wien sind auf dem Weg. Bei einem Bauernmarkt haben sie Hans Hickelsberger, einen Landwirt aus St. Christophen in Niederösterreich, und seine Produkte kennengelernt. Heute sind sie auf Hofbesuch bei ihm. Hallo! Ja, grüß Sie. Ja, hallo, grüß euch. Endlich kommt es einmal vorbei. Na, hallo. Gott sei Dank. Hallo, grüß euch. Geht's gut? Ja, danke. Super, passt alles. Wo sind eure Viecher? Sind das da unten? Genau, da unten haben wir schon. Das sind unsere Gelo-Verinder. Da müssen wir zu Oberin, oder magst du am Pfiff und die kommen rauf? Das weiß ich noch nicht. Das ist momentan ein Schatten unten. Aha. Und es kann sein, dass rauf kommen, aber wir müssen es einfach probieren. Gut ist. Galli! Hopp. Doch die Rinder beeindruckt das scheinbar wenig. Zu verlockend ist es, im Schatten zu bleiben. Und so muss halt der Mensch zum Tier kommen, sehr zum Leidwesen von Hannes. Ups, drüber, es ist eh gerade kein Strom drinnen und kommt einer zu mir. Na, da habe ich Tiere. Also, ich gehe jetzt schon daheim. Ich mach's so. Ja. Schauen wir mal runter. Kommt's mit uns. Ja, weiß nicht. Ich bleib lieber bei dir in der Nähe, gell? Weil, genau. Ja, das ist mir schon ungeheuer ein bisschen. Das eine Mal, wo man aufpassen muss, ist, wenn zum Beispiel Wanderer mit einem Hund durch die Weide gehen und dann geht auf einmal die Kuh los. Das hat meistens den Grund, die Kuh hat gerade ein Kälberl gekriegt. Ja. Das ist der Mutterkuhinstinkt. Da muss man schon aufpassen.
Noch vor kurzem haben sich Uschi und Hannes wenig Gedanken über die Herkunft ihrer Lebensmittel gemacht. Durch das Experiment ist das jetzt anders geworden. Ich sage immer, unsere Galis, das sind Landschaftspfleger. Die kommen von Wiese zu Wiese und fressen es an und schauen, dass alles sauber ist. Super. Und wie bist du überhaupt auf das gekommen, dass du solche Rinder züchten tust? Diese Gelowes waren ja schon ausgestorben, weil sie einfach viel langsamer wachsen, aber ein viel besseres Fleisch haben. Es ist ein Nischenprodukt und sie kommen allein mit dem aus, was bei uns wächst. Das heißt, bei uns wird kein betriebsfremdes Futter, sprich Soja, Mais oder irgendwas zugefüttert, sondern bei uns wird rein das Gras gefüttert und aus dem wird ausgezeichnetes Fleisch gemacht. Für Hannes ist der Besuch beim Bauern Hickelsberger ein ausgesprochener Glücksfall, glaubt man Sprichwörtern. So, cool. Ich bin ins Glück gestiegen. Super. In Kuhfladen zu steigen bringt Glück. Und das sagt man ja bekanntlich auch Schweinen nach. Allerdings hat Hannes da andere Erfahrungen. Ich habe auch mal ein Erlebnis gehabt mit denen. Geh nicht mehr rein. Das Schweinl ist mir auch gegangen. Der hat mich nicht wollen. Ein Schwein ist ein Allesfresser, die fressen alles. Früher habe ich auch alles gegessen, war ich auch ein Schwein? Nein. Nein. Das sind eine blöde Schweine. Wenn man lässt, wie sie wollen, siehst du, sie machen sich eine eigene Badewanne. Sie kühlen sich ab, wenn ihnen warm ist. Und wenn es zu heiß ist, legen sie sich nicht in die Sonne, sondern in den Schatten. Das ist urleibend, das Loch dort. Die Badewanne. Ja. Wie die Tiere hier gehalten werden, merkt man auch an der Qualität der Produkte, die Uschi und Hannes im Bauernladen verkosten. So, bitte sehr. Einmal. Danke. 100% regional. Das wächst alles bei mir, was da drin ist. Das ist ein Grammischmalz mit Äpfel, Zwiebel. Und für Hannes, den Sparmeister, wird das Ganze auch noch mehr als preisgünstig. Und ein Stück Schinken willst du auch haben, gell? Ja, bitte, wenn es möglich ist. So, alles, was gratis ist, nehmen wir heute mit. Ja, das kriegt sehr so. Danke. Man hat mich gefreut, dass du auf mich geschaut habt. So bin ich nicht so gleich. Na, da kommen wir öfter. Ja, wenn du das nächste Mal kommst, sollst du dann schauen. Ne? Und somit verabschiedet sich Hannes diesmal besonders glücklich. Und das gleich vielfach. Gut, dass du nach Hause kommen. Danke. Danke. Baba, tschüss. Tschüss.